Schmetterlinge sind so schön und so wichtig. Zum Beispiel bestäuben sie Blüten, an deren Nektar andere Insekten nicht gelangen. Für viele Tiere sind Falter und Raupen zudem eine wichtige Nahrungsquelle. Besonders Vögel haben gerne Schmetterlinge im Bauch. Ohne Falter weniger Vielfalt. Doch diese Vielfalt ist bedroht. Von Europas Wiesen sind allein in den letzten 25 Jahren 50% der Tagfalter verschwunden. Der Lebensraum von Schmetterlingen sind blühende Wiesen. Hier finden sie alles, was sie zum Leben brauchen. Einen sicheren Platz zum Aufwachsen und genug Nahrung für Groß und Klein. Doch wir Menschen bringen unsere Umwelt gern in vermeintliche Ordnung. Momentan mähen wir zu oft. Viele Flächen alle 2 Wochen. Schmetterlinge jedoch brauchen deutlich mehr Zeit, sich zu entfalten. Die meisten Arten mehrere Monate. Geben wir ihnen die Zeit, mähen wir nur 1 bis 3 Mal im Jahr. Doch egal wie oft, wo gemäht wird, sterben Insekten. Genauso wichtig ist es daher, einen Teil der Wiese unberührt zu lassen. Hier können sich die Tiere weiterentwickeln und die zuvor gemähte Fläche wieder besiedeln. Seid ihr bereit, weniger zu tun? Verwandeln wir grünen Rasen in bunten Lebensraum. Mehr Infos findest du auf schmetterlingswiesen.de.